Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich habe euch ja letztens schon mal dieses Video abgefilmt, Influencer hassen diese Produkte. Heute möchte ich das positive Pendant dazu, Influencer lieben diese Produkte machen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe fleißig die Videos meiner Kolleginnen und Kollegen geschaut und mir Notizen dabei gemacht. Sehr viele Notizen und habe dann auch tatsächlich jetzt so ein bisschen mir rausgesucht, was ich da euch dann davon zeigen möchte. Und ich habe auch ein bisschen gebraucht, weil es ging nicht so schnell, dass ich alle Kategorien dann irgendwann belegt hatte. Also es war tatsächlich gestern, dass dann der letzte fehlende Gedönsen kam. Jo, ich starte mit etwas und zwar, es ist nicht nur ein Favorit von Maxim, sondern halt auch von mir, von Nabla, der Angel Aura Primer, das ist dieser hier. Bekommt ihr dauerhaft bei Purish mit Claudis Welt 10 ein bisschen günstiger. Fokus. Jetzt hat er den Fokus, ne? Der ist shiny, hat aber auch noch so Skincare-Ingredients mit drin und ich finde den auch sehr, sehr schön, weil der einfach auch mit jeder Foundation funktioniert und davon trage ich mir auf mein komplettes Gesicht einfach zwei Pumphübe auf und verteile mir den ganz entspannt mit meinen Händen auf meiner Tagespflege und da habe ich ja die wundervollen Produkte von Dalton in Anwendung, ne? Also hauptsächlich, ich habe natürlich auch ein paar andere Sachen damit bei, aber ja, das ist halt der Grund, weswegen meine Haut sich halt auch so darstellt, wie sie ist. Da könnt ihr auch aktuell mit Beauty Claudi 20% sparen, wenn ihr möchtet. Schaut da gerne mal vorbei, die haben auch ganz, ganz tolle Produkte im Bereich Sonnenpflege gerade im Angebot. Da gibt es so Bundles, wo ihr zum Beispiel, wenn ihr die Sonnenpflegeroutine euch holt, so eine großartige Tasche im Wert von 19,90 € für Umme mit dabei bekommt. Ne? Verlinke ich euch genauso wie auch alle Produkte, die jetzt hier verwendet werden und die Kanäle, über die ich rede, in der Infobox. Denn dieses Video ist natürlich nicht nur dafür da, um euch coole Produkte zu zeigen, sondern auch, um euch einfach ein paar sehr, sehr empfehlenswerte Kanäle zu zeigen. Ne? Denn das sind auch die, die ich natürlich selber schaue. Und ja, genau. Also schaut gerne in der Infobox vorbei, da habe ich euch alle verlinkt, die es hier so gibt zu erwähnen, die ich hier erwähnen werde. ein Produkt, was auch ein Favorit von unserem wundervollen Maxim ist, aber vor allem von unserer lieben Melli, Melloflori. Denn die hat mir das damals empfohlen, ist hier von Typology, das Tinted Serum. Ich habe das in der hellsten Farbe und mittlerweile arbeite ich auch selber ja mit Typology zusammen. Das ist meine, die ist fast leer und ist auch noch die alte Verpackung. Genau, und ich mag sie sehr, sehr gerne. Gerade jetzt im Sommer ist es 1A. Da muss ich jetzt zusehen, dass ich auch wirklich was rauskriege. Genau, und das könnt ihr euch mit den Händen verteilen. Das könnt ihr euch mit dem Schwämmchen verteilen, wie ihr das möchtet. Ich bin ja ein Fan von Pinseln. Da habe ich die von Real Techniques. Da hört man doch jetzt mittlerweile immer mehr auch wieder von. Ne? Weil irgendwie war die Marke so ein bisschen eingeschlafen. Jetzt mittlerweile sieht man da ein bisschen mehr von. Ich weiß zum Beispiel, letztens war Maxim auch auf einem Event von denen. Und ja, sehr empfehlenswerte Pinsel. Da habe ich dieses Pinselset. Ne, quasi. Da waren noch ein paar andere mit dabei. Seit, ich sag mal, Entstehung meiner YouTube-Kanal-Geschichte. Es ist abgefahren. Das war, glaube ich, mit mein erstes Pinselset. Nathalie Nord Beauty hat letztens den Concealer, den True Match, also die neue Variante von dem L'Oreal Concealer, auch in die Kamera gehalten. Das ist hier in der Farbe Light 1R. Und Nathalies Kanal verfolge ich, glaube ich, wirklich schon seitdem der Kanal entstanden ist bei ihr. Das ist total interessant. Ich weiß gar nicht, wie ich letztendlich oder wie ich ursprünglich auf sie aufmerksam geworden bin. Auf einmal hatte ich Videos von ihr in meiner Vorschlagsliste und seitdem habe ich einfach nicht aufhören können, sie zu schauen, weil sie so sympathisch ist. Also ich freue mich richtig jedes Mal, wenn ich ihre Videos schaue und bin immer wieder erstaunt und auch beeindruckt von ihrem Wissen über all die Produkte, von denen sie immer so erzählt. Und dann haben wir hier unsere wundervolle Nicole Chiquitas Place. Sie hat, ich glaube, das waren diese hier. Ich habe mir einfach aufgeschrieben, Contour Stick Riva Loves Me. Ich glaube, die sind das gewesen. Falls es die nicht waren, dann tut es mir leid. Ich habe das hier in der Farbe 01 Light und in der neuen Variante Ashy. Und die möchte ich jetzt einfach mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ich glaube, ich verwende jetzt den Ashy einfach mal. Und Nicole kenne ich ja auch schon persönlich, ich kenne sie privat. Und wir waren ja auch zusammen dieses Jahr auf Tour unterwegs. Ne? Also so ein liebenswerter Mensch. Und die ist halt auch hinter der Kamera, so wie sie vor der Kamera ist. Einfach ein Mensch, den man knuddeln will. Und ich freue mich, wenn ich sie das nächste Mal auch wiedersehen darf. Nicole und ich haben uns ja schon vorher auch kennengelernt, bevor wir zusammen weggefahren sind. Da waren wir zusammen, ich glaube das erste Mal, als wir auf der Glow waren, haben wir uns das erste Mal gesehen. Und das ist ein sehr, sehr leichter Stick. Also ich sehe jetzt davon nichts. Ich gebe jetzt mal ein bisschen was von dem Light nochmal drüber. Ich meine, das ist halt sowieso einer, ne? Den kannst du sehr leicht ausblenden und so. Und der sieht auch sehr natürlich aus. Und ich glaube, deswegen mag sie den auch so gerne.
Ja, und da sind wir auch wieder bei Melli, ne? Da habe ich gestern noch gesehen, dass sie mal wieder diese Palette in die Kamera gehalten hat. Von Riva Lauz, mir ist es die Cream Blush Palette. Da gibt es jetzt ja auch die Bronzer Palette zu. Und das ist wirklich eine schöne Palette. Da kannst du theoretisch die Farben mischen. Und man gibt sich das vielleicht erstmal so ein bisschen auf den Handrücken, um zu gucken, wie intensiv ist die Farbe. Aber an und für sich kannst du es auch direkt aufs Gesicht geben. Und ja, Melli ist halt mittlerweile eine Freundin geworden. Also wir haben uns schon seit Ewigkeiten gefolgt gegenseitig, ne? Und irgendwann dann ja auch persönlich getroffen. Und wir treffen uns auch privat. Ich habe eben noch mit ihr geschrieben und weil sie war shoppen und hat bei irgendeinem Geschäft dann an mich gedacht. Und das ist einfach so, so herzlich und so echt, ne? Und das finde ich einfach so bemerkenswert. Und auch sie macht wundervollen Content. Sie ist jetzt aktuell bei so einer Drogeriereihe auch mit dabei, wo sie euch ihre Favoriten aus den verschiedenen oder von den verschiedenen Marken so präsentiert. Aber ihr seht bei ihr natürlich auch wundervollen Skincare-Content, Vlogs seht ihr bei ihr. Also durch sie bin ich damals auch überhaupt erst auf die Idee gekommen, selber zu vloggen, weil ich das so schön fand, sie zu verfolgen und ihre Vlogs zu gucken, dass ich mir überlegt habe, Mensch, das würde meine Follower vielleicht auch freuen, wenn ich das machen würde, ne? Und ja, dementsprechend kann man auch an dieser Stelle sagen, auf ihre Empfehlung ist Verlass, weil das ist eine wundervolle Cream Blush Palette oder generell Blush Palette. Steffi Loves Beauty hat letztens nochmal den MAC Paint Pot in die Kamera gehalten. Ich habe den hier in der Farbe Painterly. Ihr bekommt den natürlich bei verschiedenen Online-Shops. Ich habe meinen, glaube ich, ursprünglich auch bei Look Fantastic bestellt. Und ja, eine sehr, sehr, sehr schöne Farbe, die bei mir sehr gut passt, weil das halt auch so einen kühlen Unterton mit dabei hat. Und bei Look Fantastic könnt ihr mit Cloud die Welt immer sparen. Also das ist mein Code. Meine Kamera kommt nicht darauf klar, dass Sommer ist. Ich sag's euch, Leute. ja, und Steffi ist eine, die... Worüber habe ich Steffi kennengelernt? War das auch über so eine Vorschlagsseite? Ich glaube nämlich schon. Und auch die verfolge ich seit, ich würde sagen, Anfängen von YouTube, ne? Die ist ja auch schon seit ein paar Jahren mit dabei. Mittlerweile sind wir zusammen auch in Trash-Gruppen drin oder in generell anderen Gruppen, wo man halt auch untereinander schreibt und sich auch ein Stück weit einfach besser kennenlernt, was ich so cool finde. Und ja, das ist auch ein so sanftmütiger, total sympathischer Mensch, den ich auch super gerne mal privat treffen würde. Vielleicht ergibt sich das irgendwann mal. Also wir haben ja Überschneidungen bei unseren Kooperationspartnern. Vielleicht, ne? Das ist halt immer so dieser Moment, wo man dann die Möglichkeit hat, gegebenenfalls ein gleichzeitiges Event oder so zu haben. Ich glaube, diese Frau werde ich niemals treffen, was ich sehr schade finde, weil ich liebe sie. Ich finde sie so toll. Angelica Nyquist hat hier von Clarin letztens nochmal das Lippenöl empfohlen. Und ich habe es auch hier in der Farbe Pitaya, ne? Ich meine, dass ich das mal irgendwo mit dabei hatte. Ich weiß nicht, ob ich mir das mal selber gekauft habe. Nee, ich glaube, das war mal in einem Adventskalender oder so drin. Ein sehr, sehr schönes Lippenprodukt, was die Lippen halt schön pflegt. Dabei zu reden ist natürlich jetzt auch aufregend, ne? Ein riesiger Applikator, wo man aufpassen muss, dass man nicht übermalt. Und Angelica Nyquist ist eine englischsprachige YouTuberin, die ursprünglich aus Schweden kommt. Ich habe immer wieder auch ihre Kollektion bei Odin's Eye gesehen und darüber bin ich tatsächlich auch auf sie aufmerksam geworden. Als sie damals ihre allererste Hela-Palette rausgebracht hat, hatte ich meine Nicole Nina Wien davon erzählt oder Morbus Black, das weiß ich gerade gar nicht. Eine von meinen Indie-Brand-Ladies und ja, da habe ich dann geguckt, wer ist überhaupt die Lady, die da auf dieser großartigen Palette drauf ist und dann bin ich bei ihr hängen geblieben. Ich schaue mir jedes Video an und ich finde sie so sympathisch. Ich liebe ihre bunten Looks und ich liebe einfach ihre Art, Produkte zu bewerten und ihre auch wirklich sehr, sehr ehrliche Art, ne? Das mag ich einfach. Ja, dann habe ich hier ein Produkt, auch das Lieblingsprodukt oder ein Favoritenprodukt von der wundervollen Melli Melloflori und von Özlem. Ich habe das jetzt in der Limited Edition Verpackung. Das gibt es ja auch im Standardsortiment. Das ist von Riva Loves Me, das Holy Grails bei Maxim Flawless Baking Powder. Und da geht es einfach um das Flawless Baking Powder oder Flawless Powder. Flawless Setting Powder heißt es, glaube ich, im Standardsortiment. Aber ich habe halt noch das aus der Limited Edition. Und das trage ich mir gerne auch unter den Augen auf. Das hat hier auch so ein Netz drin, wo man theoretisch super mit dem Pinsel rein kann. Ich nehme mir dazu einen kleinen Giacomo-Mop und ja, gehe da einfach so ein bisschen rein, habe was hier drauf. Das muss ich jetzt eigentlich nicht in meine Handinnenfläche einarbeiten, weil das halt dieses Netz mit drin hat. Da kann ich schon direkt um meine Augen drumherum setten. Und Özlem habe ich auch schon auf einem Event tatsächlich auch von Maxim kennengelernt. Die ist sehr sympathisch. Die ist im Privaten
deutlich zurückhaltender, als wie man sie halt vor der Kamera so sieht oder ne, wenn wir halt ihre Videos schauen. Auch sie schaue ich schon seit Ewigkeiten und finde sie so sympathisch. Und ich finde sie noch sympathischer, seitdem ich sie privat halt kennengelernt habe oder persönlich kennengelernt habe. Jemanden, die ich auch schon seit Ewigkeiten gucke. Also da habe ich, glaube ich, selber noch gar kein YouTube gemacht. Ne, ist Nina. Die hatte damals den Kanal Ninas Kosmetik, hat sich umbenannt zu, ich glaube, einfach nur Nina. Und sie hatte letztens nochmal das Soft Compact Powder von Manhattan empfohlen. Das ist dieses hier. Das wollte ich jetzt einfach mal verwenden, um mein komplettes Gesicht zu setten. Habe ich in der Farbe 1 Naturell. Und das ist eigentlich der Bronzer-Pinsel aus dem Real Technique Set, aber ich habe den damals schon, oder nee, der Blush-Pinsel, genau. Und ich habe den damals sogar schon für alles Mögliche verwendet. Ich bin halt auch einfach jemand, ich verwende Pinsel, oh mein Gott, nicht nur für die Einsatzmöglichkeiten. Und Nina ist eine vor allem Drogeriemaus, die sich aber auch immer mehr an High-End auch so rantraut. Ich glaube, allein durch ihre Kooperation mit Purish ist das auch so der Fall, dass sie einfach die Türen mehr dazu offen hat für sich, ne? Dass sie da einfach mehr Möglichkeiten zu hat. Und das finde ich auch sehr schön, einfach von ihr so das bewertet zu hören. Auch sie habe ich übrigens mal kennengelernt. Durch sie habe ich gelernt, wie man Eyeliner zieht. Ihr habe ich auch schon ein paar gemeinsame Videowochen und so weiter gehabt. Und das finde ich echt cool, weil sie einfach eine coole Socke ist, muss man wirklich sagen. Und ja, hier habe ich dann auch nochmal ein Produkt, was sie empfohlen hatte, und zwar von L'Oreal, das Back to Bronze. Das ist ein Bronzer, auch aus der Drogerie, auch ein sehr, sehr schönes Produkt. Ich habe den in der Farbe 02 Sunkiss. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil der doch etwas krümelig ist. Ne? Aber man kann auch sehr, sehr schön mit ihm arbeiten. Und ich weiß noch, damals hat sie auch Videos gemacht, so Food-Videos, also auch zu Degusta-Box und so. Sie hat mich damals erst dazu, in Anführungsstrichen, animiert, die Box überhaupt zu abonnieren, weil ich dann bei ihr immer verfolgt habe, was so drin ist und so. Und irgendwann habe ich dann ja selber auch mit YouTube angefangen, irgendwann vor 6 Jahren. Und dann halt auch relativ schnell überlegt, dass ich die Degusta-Box auch vorstellen möchte. Genau, so kam es halt auch irgendwie dazu. Es ist auch ganz abgefahren und mittlerweile seit Jahren habe ich die Kooperation mit Degusta-Box und im Prinzip habe ich das alles der lieben Nina zu verdanken. Ja. Ach so, die Leute wissen natürlich nicht, dass ich gerade Videos mache, wo ich sie erwähne, ne? Ich verlinke die euch, wie gesagt, in der Infobox. Schaut euch die Kanäle gerne mal in Ruhe an. Klickt euch da mal durch und falls ihr sie noch nicht kennt, abonniert die alle sehr, sehr gerne. Hier habe ich ein Produkt, was die liebe Jenny von Eden letztens in ihren Favoriten gezeigt hat. Und zwar von Natasha Denona, My Mini Dream Glow Blush. Den könnte ich jetzt theoretisch als Blush und Highlighter verwenden. Da ich jetzt gleich aber noch eine Highlighter-Geschichte hier habe, verwende ich hier nur die Blush-Seite und trage mir das jetzt auch als Blush auf. Und die finde ich ja richtig sympathisch, ne? Also es ist so schade, dass die so wenig Abonnenten hat. Leute, guckt darüber. Ich kann es euch nur empfehlen. Das ist eine so, ich habe die noch nie privat getroffen, aber das, was ich in ihren Videos sehe, so eine ehrliche Liebe, 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 Liebe. Und ich war so traurig, als sie dann vor einem Jahr oder so war das, glaube ich, verkündet hatte, dass sie dann mit YouTube aufhören möchte. Und ich war so happy, als sie dann doch wiedergekommen ist, weil ich einfach ihre Videos gerne gucke und einfach, ja, gerne auch ihre Abonnentin bin. Und das hat mir einfach auch nochmal den Ansporn gegeben, okay, Leute, wenn ihr jemanden schaut und ihr findet jemanden auch unterstützenswert, gebt dem Video einfach einen Daumen hoch, schreibt einen lieben Kommentar, ne? Und dass man jemanden abonniert, kostet euch ja auch nichts und das ist halt einfach, es ist hilfreich, weil so bekommt man halt auch das Feedback, dass die Arbeit, die man hier so leistet, auch ja irgendwie gesehen wird und den Leuten das gefällt, ne? Genau, hier habe ich eine Palette, da hat die liebe Jenny vom Kanal Jenny's Highlights gesagt, dass sie die wundervoll findet. Das ist von Luna Beauty die Moonshroom Palette. Ja, bekommt ihr ja auch bei Purish. Die ist wirklich, also die Highlighter hier drin, gerade die hier oben, sind wirklich super. Bei den beiden, das sind für mich ja eher ein Bronzer-Topper und ein Blushlighter, bin ich nicht ganz so happy mit. Aber eben aufgrund der Qualität des Highlighters, ich habe jetzt ja zweimal kurz reingedippt, ne? Wenn ich mir das jetzt genauso auftrage, ja, ihr seht's, ne? Dann leuchtest du bis zum Mond und wieder zurück. Das ist wirklich so, aber so schön. Kein grober Glitzer, total fein. Und wenn ihr Bock auf so richtig krass geilen Parfüm-Content habt, dann schaut bei Jenny vorbei, also Jennys Highlights, ne? Die ist, also die hat eine Nase, wirklich. Also die
hat vor allem auch eine sehr teure Nase. Das, was ich bei ihr an Düften sehe, das könnte ich mir wahrscheinlich im Leben so nicht leisten. Aber die hat echt ausgefallene Düfte und ich mag es einfach, wenn sie über Düfte redet, weil sie sehr emotional darüber redet. Ich mag es auch irre gerne zu schauen, wenn sie Make-up testet, weil sie, also zum Beispiel ihre Foundation-Freitage sind für mich persönlich auch so wichtig und jede Woche echt ein Muss, weil ich halt anhand dieser Foundation-Freitage auch echt oft abhängig mache, ob ich mir eine gewisse Foundation, die gerade neu erschienen ist, kaufe oder nicht. Kati, Contra-Junkie, habe ich schon privat getroffen, werde ich bald auch wieder treffen. Von Nabla habe ich hier den Brow Divine in der Farbe Venus. Sie schwärmt ja immer von dem in der Farbe Uranus, weil das ja ihre absolute Matchfarbe ist. Der passt bei mir nicht so gut, deswegen habe ich natürlich meine. Macht auch etwas mehr Sinn. Ich habe sie geguckt, ich glaube auch ziemlich seit Entstehung ihres Kanals. Ich glaube, das fing an, als sie die Paletten von Hattie, glaube ich. War das die von Hattie? Hat die reviewed? Auf jeden Fall irgendwie so eine Influencer-Geschichte hatte sie da gezeigt. Und seitdem habe ich sie dann auch abonniert. Sie ist manchmal sehr, sehr direkt, was nicht jedem gefällt, was ich aber mag. Also ich finde auch, dass sie eine herzensgute Person ist. Wir schreiben sehr viel privat. Eine richtig ehrliche Person. Das ist auch echt viel wert. Und ihre Reviews und Meinungen bringen mich dann auch manchmal dazu, Produkte manchmal ein bisschen kritischer zu betrachten oder auch wohlwollender zu betrachten. Also einfach mal das alles so von einer anderen Perspektive zu sehen. Und das finde ich auch ganz schön, weil sie mir einfach auch Denkanstöße mitgibt. Tamina. Ich glaube, die Frau, die wohnt, nein, die wohnt nicht, die hat einen Beamer zu Hause, im Sinne von, dass sie sich Neuheiten von Übersee zum Beispiel nach Hause beamen kann und sie reviewen kann, bevor sie auch nur irgendwo auf irgendwelchen Seiten auftauchen. Sie hat hier den Maybelline Superlock Augenbrauen Fixierer als einen ihrer favorisierten Produkte genannt. Und den finde ich auch sehr, sehr gut. Der kommt auch hier in so einer Tubengeschichte, ne? Ich glaube in so einer Art Monatsfavoriten-Video war das, glaube ich. Oder Best of New Launches hatte sie das nochmal gezeigt. Auf jeden Fall bei ihr das erste Video, was ich gesehen habe, war eine Review zu einer Palette von Maxime. Und da haben zusammen Danny und Maxime drauf reagiert. Und dann habe ich das in einem Stream von Danny nämlich gesehen und habe mich direkt in diese Frau verliebt, in Anführungsstrichen. Also seitdem habe ich sie auch abonniert und ich finde sie sehr sympathisch. Wie gesagt, sie hat extrem krasse Connections oder wie auch immer. Sie arbeitet auch wohl in dem Kosmetikbereich, ne? Also in einem Kosmetikstudio oder so, sodass sie auch wirklich, ich glaube, so Trends, Neuheiten und so weiter, Die kriegt das eher mit? Ich weiß es nicht. Und sie hat auch einen sehr guten Geschmack und auch eine sehr, sehr ehrliche Meinung. Also da könnt ihr international geile Produkte halt auch wirklich finden. Sie ist auch in der Drogerie manchmal unterwegs, halt, ne, sehen wir ja bei diesem Maybelline-Produkt, aber vor allem im High-End-Bereich. Und da spricht sie auch sehr gute Empfehlungen und Entfehlungen aus. Ja, die Produkte, die sie so empfiehlt, landen wirklich häufig auf meiner Einkaufsliste. Oh mein Gott, bei ihr muss ich echt aufpassen. Und dann geht es dann immer Richtung Cult Beauty oder Beauty Bay oder so, ne? Dass man, oder Boozy Shop bin ich durch sie drauf aufmerksam geworden. Und ja, auch eine sehr sympathische, wunderschöne Frau. Und ja, also da sollte man auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen. Und jetzt kommen wir zu etwas. Da geht es jetzt um das Drumherum, sage ich jetzt einfach mal. Und zwar, Morbus Black ist für mich die Queen of Indie Brands hier im deutschsprachigen Raum. Also die hat mich so dermaßen immer wieder angefixt, Indie Brands zu testen. Und dann habe ich ja auch noch in meinem sehr nahen Umfeld, sage ich jetzt einfach mal dazu, die liebe Nicole Nina Wien. Die habe ich ja auch schon privat getroffen, als ich in München war. Und bei ihr habe ich letztens mal gesehen in einem Palettenvideo, dass sie die Tiny Marbles Palette hier vorgestellt hat von Sydney Grace. Und die fand ich einfach auf den ersten Blick so von der Umverpackung her schon wunderschön. Und auch von innen, ne? Und also Indie Brands, Morbus Black,
seitdem ich ihren Kanal abonniert habe, ist dieses Regal da an der Seite sehr gut gefüllt mit Indie-Brand-Paletten. Meine Güte, sind die immer teuer. Hier bin ich jetzt durch Kleinanzeigen draufgekommen. Da habe ich heute erst nämlich das Paket bekommen, wo allerhand drin war. Das heißt, für mich ist es jetzt eine absolute First Impression. Da bin ich jetzt einfach auch mal sehr gespannt drauf. So schaut sie von innen aus. Und ja, Indie-Brands haben immer eine ganz besondere Qualität, gerade bei den Schimmertönen. Und die sind immer sehr, 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 sehr intensiv pigmentiert. Und hier bin ich jetzt einfach mal gespannt, was ich damit zaubern kann. Es ist so bekloppt, das jetzt so zu sagen, aber ich werde gleich Adventskalender filmen. Deswegen denke ich, dass ich mich auch wirklich an diesem Grün-Gold orientieren werde. Und dann fange ich an hier mit Mantis. Das ist dieses schöne Grüntönchen. Und ja, wie gesagt, Morbus Black, wie habe ich sie gefunden? Ich glaube, sie hat mich damals gefunden und dann auch das erste Mal angeschrieben. Und dann haben wir halt einfach miteinander kommuniziert und so sind wir uns immer näher gekommen, um das mal so zu sagen, sind auch in diversen Gruppen zusammen drin und ja, eine sehr, sehr, sehr liebevolle Person. Die hat auch eine absolute Leidenschaft in dem, was sie macht. Die zaubert uns wunderschöne Looks, ausgefallene Looks, sieht alles so abgefahren bei ihr aus und ihre Passion für Indie-Brands, die ist übergeschwappt, muss ich wirklich sagen. Oh. Nicole Nina Wien habe ich kennengelernt über die Trashysaurus-Mädels. Also da kam, glaube ich, bei uns die Connection. Und ich mag sie einfach super gerne, auch als ich sie privat getroffen habe. Das war so schön, mit ihr den Austausch zu haben, sie kennenlernen zu dürfen. Und die ist, also das ist so eine richtige Powerfrau. Also die hat wirklich, meine Güte, hat die eine Energie und eine, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, das ist unglaublich, was die Frau leistet und also wie ihr Leben auch meistert, das ist einfach, ich ziehe meinen Hut vor ihr, um das mal so zu sagen. Gleichzeitig ist sie super, super, super ehrlich in ihren Reviews, in allem, was sie so macht. Sie schminkt schöne Looks, sie präsentiert uns schöne Produkte, sagt uns aber auch, wenn Produkte nicht so wirklich funktionieren. Ich höre ihr so gerne zu. Ich liebe ihre Swatch-Partys. Ich liebe es einfach, ihr dabei zuzuschauen, was auch immer sie macht. Und würde sie aus dem Telefonbuch vorlesen, ich würde es gucken, weil ich sie einfach so angenehm finde. Ne, das ist einfach ein Mensch, wenn ich ihre Videos schaue, fühle ich mich geborgen, ich fühle mich wohl, ich komme runter. Und ich habe einfach eine schöne Zeit bei ihr. Und das macht mir einfach richtig Freude. Und ganz nebenbei ist sie einfach auch ein fantastischer Mensch. Boah, ich weiß jetzt nicht, ob die Farben halten werden, ohne dass ich einen Glitterglue verwenden werde. Ich bin hier gerade in Firebuds reingegangen. Oh mein Gott, das ist dieser Ton hier. Ich glaube nicht, weil ich glaube, bei der aktuellen Situation so warm und so schwitzig, verwende ich dann doch lieber einen Glitterglue. Ne? Da habe ich hier meinen von NYX. Ich meine, dass ich da durch Sarah Isabel das erste Mal drauf aufmerksam geworden bin, dass es sowas überhaupt gibt. Ein Glitterglue. Sarah Isabels Videos habe ich übrigens schon geschaut, bevor ich auch selber mit YouTube angefangen habe. Als ich dann selber angefangen habe, habe ich die natürlich vermehrt geguckt, einfach um mich zu bilden. Meine Güte, die Frau ist einfach, also, die hat's drauf. Nicht zu Unrecht hat sie dann ja auch die iAmazing-Kurse gegeben, wo sie dann ja auch uns das Schminken beigebracht hat, was ich so genial fand. Also so eine gute Idee, das fand ich echt cool. Und einfach auch als Mensch, ne? Das ist eine Freundin, genau wie Melli auch. Also eine Freundin wirklich. Wirklich auch im Privaten hat sich dann eine Freundschaft entwickelt, dass man sich privat trifft, dass man sehr, sehr privat miteinander spricht, dass man sehr viel miteinander teilt, Sorgen, Ängste, aber auch sehr, sehr schöne Momente. Sie war, ich meine, eine der allerersten, denen ich gesagt habe, dass ich schwanger bin damals, ne? Und sie ist einfach, ach, ich habe sie einfach unglaublich lieb. Sie ist super professionell in dem, was sie hier auf YouTube macht, aber auch halt auch super leidenschaftlich, ne? Dass sie das Ganze auch mit so viel Professionalität, aber gleichzeitig so viel Leichtigkeit rüberbringt, was ich einfach beeindruckend finde. Jetzt nehme ich mir den Ton Web, das ist dieser hier, der Champagner-Ton. Ich hätte im Leben nicht gedacht, dass wir mal so, so, so enge Freunde werden. Geile Palette übrigens. Also nur die drei Töne, die ich jetzt aufgetragen habe, haben mir richtig gut gefallen. Diese Schimmertöne sind der Wahnsinn. Jo, wie gesagt, gefunden auf Kleinanzeigen. Habe ich mich echt drüber gefreut, dass ich die noch ergattern konnte. Wird demnächst in einem Haul zu sehen sein.
Auch eine Person, die ich in den Anfängen meiner YouTube-Zeit kennengelernt habe. Eben, ich glaube, sie hat sehr viele Glossybox-Unboxings und so gemacht, ne? Ist die liebe Rosa87 Lee. Das, ist nicht dieser Stift. Die liebe Cindy ist das nämlich. Und der Stift ist der Art Deco Liner. Den hat sie, ich glaube, vor Jahren auch schon mal empfohlen. Den habe ich mir nachgekauft. Ich fand den auch sehr, sehr gut. Ich glaube, ich habe den sogar schon mal leer gemacht. Das dürfte nämlich schon mein zweiter oder dritter sein. Der hat nämlich so eine Pinselgeschichte vorne dran. Das ist kein Schwämmchen. Und so kam ich das erste Mal auch darauf, ein Eyeliner zu verwenden, der in so einer Stiftvariante ist, aber der vorne halt so Pinselhärchen hat. Ja, mit Cindy habe ich tatsächlich auch mein allererstes Tauschpaket gemacht. Ich habe bei ihr die ersten Videos über Glossybox und Co. kennengelernt. Ich glaube auch die My Little Box habe ich das erste Mal bei ihr gesehen. War das die My Little Box, wo das irgendwie auch so eine Rituals-Variante gab? Oder war das die Glossy Box? Ich weiß es nicht. Da erinnere ich mich auch noch an ein Video, wo dann irgendwelche Kindersachen drin waren und sie gesagt hat, ja, was soll ich denn jetzt damit anfangen? Und jetzt mittlerweile kann sie da sehr viel mit anfangen. Auch ein sehr sympathischer Mensch, die auch mittlerweile dann ihren Weg in unsere Trashy-Gruppe gefunden hat. Und auch voller Lebenssinn, die ziehe ich meinen nicht aufgesetzten Hut. Was sie alles so leistet. Ne? Also ich glaube, ihr Leben hat sich in den letzten Jahren so dermaßen umgekrempelt. Trotzdem bekommen wir von ihr einfach einen so coolen Content. Die redet, wie ihr der Mund gewachsen ist und ich liebe es. Ich finde einfach jedes Video von ihr on point und ich mag einfach gerne ihre Videos. Ich mag sie als Person und bin einfach happy, dass wir uns damals gefunden haben. Und ja, sie mir quasi dann auch so die Anfänge von YouTube so ein bisschen leichter gemacht hat. Irgendwie laufen diese beiden Eyeliner in zwei unterschiedliche Richtungen. Oh, jetzt werden wir mal kurz ein bisschen schleimig, okay? Denn genauso wie dieses wunderschöne Rodeo Drive Make-Up Fixer Setting Spray von Ofra mir gleich ein Strahlen ins Gesicht geben wird und Halt geben wird, gibt auch die liebe Sarah Isabel, die dieses Produkt letztens nochmal empfohlen hat, mir sehr, sehr, sehr oft Halt und bringt mich immer wieder zum Strahlen, sowohl wenn wir einfach kommunizieren, als auch, boah, ich habe mich gerade frisch geschminkt, als auch wenn wir uns treffen und wenn wir, wenn ich ihre Videos gucke und, ne, es ist einfach, ja, ein toller Mensch. Und das gibt halt wirklich Glow, ne? Also das empfehle ich euch im Sommer auch, wenn ihr möchtet, vielleicht so im Dekolleté-Bereich, auf den Schultern, auf den Beinen oder so. Das gibt einen sehr, sehr schönen Effekt und ich persönlich liebe ja Glow, deswegen ist es für mich halt prädestiniert. Ne? Wer es lieber mag, ist damit jetzt nicht ganz so gut beraten, aber ich finde es einfach toll. Die liebe Alina vom Kanal Frühlingsrolina hat diese Wimpernzange mal empfohlen. Ich habe sie nachbestellt, war erstmal skeptisch, aber ich finde sie einfach fantastisch. Ich habe sie jetzt auch schon nachgekauft, weil meine dann irgendwann halt sehr gut benutzt war. Und auch Alina durfte ich schon privat kennenlernen. Boah, die habe ich auch gern, ne? Das ist so eine richtige Knuddeline und verpeilt ohne Ende, aber gleichzeitig so erfolgreich in allem, was sie tut. So eine schöne, bemerkenswerte, starke Frau. Oh mein Gott. Und sie ist immer so vornehm, in Anführungsstrichen. Sie nimmt sich immer so zurück und hält sich selber immer so klein, was sie gar nicht müsste. Sie ist ein unglaublicher Hänger. Ich finde, sie ist eine Granate vom Aussehen her. Von oben bis unten komplett. Ich finde, sie ist auch einfach, sie ist eine Erscheinung. Sie ist ein wundervoller Mensch. Sie ist auch ein großartiger Gesprächspartner und ihre YouTube-Videos, das ist so schön, so witzig, aber auch gleichzeitig so berührend, so, dass man abschalten kann, aber gleichzeitig wird man auch unterhalten und sie macht das wirklich auf eine großartige Art und Weise. Schaut definitiv bei ihr vorbei, ob man ihr bei einem Haul zuguckt, ob man ihr beim Schminken zuguckt oder beim Putzen, vollkommen egal. Ich glaube, man wird echt eine gute Zeit bei ihr haben, ne? Das ist so ein Boing-Flip-Favorit, würde ich mal so sagen. Denn ich habe damals, ich meine Malaga, Corfu, ich weiß es nicht, habe ich auf jeden Fall Melli diese Glam & Doll Boost Mascara von Catrice empfohlen. Und
ist jetzt mittlerweile einer ihrer Favoriten, was ich richtig geil finde. Ich habe sie auch schon mehrfach leer gemacht. Eine sehr, 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 sehr schöne Mascara, die halt gleichzeitig auch noch dafür sorgt, ich glaube mit Rizinusöl, dass die Wimpern auch gepflegt werden und länger werden. Und ja, da freue ich mich doch drüber, dass ich da auch meine Favoriten und meine Empfehlungen, ich bin noch ganz gerührt, Leute, weitergeben konnte, um da halt den Menschen auch eine Freude zu machen. Und ja, wie gesagt, ihr habt es ja auch schon mitbekommen bei Melli und mir. Wir wohnen sehr nah beieinander und wir nehmen uns das jedes Mal vor, ne? Dass wir uns öfters sehen wollen und so. Und wir haben uns unglaublich lieb, denn jedes Mal, wenn wir uns gegenseitig sehen, wenn wir uns gegenseitig erleben, blühen wir auf. Also ich glaube, dass jeder von uns beiden davon zehren kann und jeder davon auch Kraft tanken kann. Und das ist halt auch eine ganz wichtige Sache bei Freundschaften oder auch bei Begegnungen mit Menschen, ne? Dass eine Begegnung eben nicht kräftezehrend sein sollte, sondern kräftefördernd. Und das ist es bei uns beiden. Also auch wenn wir zusammen drehen, wenn wir zusammen Events haben oder so, wir freuen uns immer so derbe aufeinander, das ist der Wahnsinn. Und ja, sie ist halt einfach auch ein Mensch, den ich rundum mag, den ich total kuschelig, angenehm und weiß ich nicht. Also es gibt nichts, was ich an ihr nicht mag. Das ist tatsächlich so. Und wir haben schon viele Stunden zusammen in Zug- und Autofahrten gesessen und über Gott und die Welt geredet, über unsere Leben, Vergangenheit und hasse nicht uns. Alles Mögliche haben uns ausgetauscht. Es war halt immer so warm und es war immer sehr schön. Und wir können zusammen lachen, wir können zusammen weinen, wir sind füreinander da. Und ich habe sie einfach gern. Das ist ein wundervoller Mensch. Ich nehme jetzt nochmal den kleinen Jaco-Mop, weil ich ein bisschen mit meiner Mascara geditscht habe. Und das kann man damit auch ein bisschen wegnehmen und auch so ein bisschen Glitzer-Fallout. Wobei so größere Dinge kriegst du nicht damit weg. Maxim, wie sage ich das, am zurückhaltendsten, sage ich jetzt einfach mal. Maxim ist ein so toller, inspirierender, sanftmütiger Mensch, der mit so viel Leidenschaft, Ehrlichkeit und Professionalität arbeitet, dass es mich jedes Mal umhaut, wenn ich seine Videos gucke. Also diese Leichtigkeit, die man in dem Video sieht, entsteht durch enorm viel Professionalität. Das ist so krass. Und ich habe diesem Menschen unglaublich viel zu verdanken. Also viele Kooperationen und Partnerschaften, die sich geschlossen haben, viele Kontakte, die geknüpft wurden, viele Momente, die ich erleben durfte, sind durch ihn entstanden. Und das ist unglaublich. Dass ich Bücher schreibe, ne, dass ich Danny kennengelernt habe, das kam über Maxim. Dass ich mit Purish arbeite, kam über Maxim. Dass ich auch teilweise mit Rossmann arbeite, kam über Maxim. Sag mal, dieses Handy. Dass ich einfach, ne, hier sitze und ich kann das sehr, sehr schwer in Worte packen, aber ich mag ihn zum einen als privaten Menschen und auch als YouTube-Menschen richtig gerne. Und ich bin ihm für vieles sehr, sehr dankbar. Nicht zuletzt auch Kanal-Hack-technisch. Da hat er sehr, sehr viel auch mit YouTube geregelt, hat mir da auch viele Hilfestellungen gegeben. Und genauso Danny auch, also die beiden halt zusammen. Ne? Das ist einfach unglaublich. Und ja, ich hätte auch nie gedacht, dass dieses Video sich in diese Richtung so entwickelt, dass ich halt so viel schwärme und so viel. Ne? Aber es ist so ein positives Video, es löst in mir halt auch positive Vibes aus, dass ich euch halt auch diese positiven Vibes mitgeben möchte und diese Wärme, genau. Ja, auch jemanden, die ich geschaut habe, bevor ich, das war in meinem YouTube-Anfängen, ist Ala Alena. Die hatte jetzt eine ganz, ganz lange Pause, jedenfalls fühlte sich das für mich ewig lange an. Sie hat hier von Nabla die Close-Up Lip Shaper empfohlen als Lip Liner und die sind auch wirklich großartig. Nude Nummer 4 habe ich hier als Farbe und sie ist mittlerweile ja Mama. Ich glaube, hat sie ein oder zwei Kinder dann in der Zwischenzeit jetzt bekommen? Ich glaube, zwei sind das, ne? Und ich war immer total begeistert davon, wie sie Looks kreiert hat, wie sie Produkte auch bewertet und vorgestellt hat. Und finde sie nach wie vor
einfach so beeindruckend. Das ist eine wunderschöne Frau. Guckt euch gerne mal in der Infobox, ne, da habe ich sie verlinkt, ihr Profil an. Ja, die macht das Ganze halt auch echt beruflich, ne? Also die ist auch wirklich Make-up-Artistin und das merkt man richtig, dass sie halt die Looks, die sie schminkt, nicht nur für die Kamera so schminkt, sondern halt für das Leben und so geht sie mit den Produkten um und das ist alles sehr, sehr professionell und sehr, sehr nice und so bewertet sie auch die Produkte. Sowohl Tamina als auch Jenny haben von Tarte diese Klickdinger empfohlen. Da habe ich hier von Tarte den Maracuja Juicy Lip Vinyl in der Farbe Rosy Brown. So schaut der aus. Jetzt ist vielleicht nicht so unbedingt die beste Jahreszeit, um den zu verwenden, weil der schmilzt, sobald du den halt in Kontakt mit Haut bringst. Jetzt ist es aber über 30 Grad hier und dementsprechend schmilzt der im Prinzip hier schon drin. Du brauchst nur sehr, sehr wenig davon. Ansonsten ist es zu krass. Und der harmoniert perfekt mit dem Lip Liner. Wow! Und wenn man nur wenig aufträgt und es dann verteilt, wird es wunderschön und oh mein Gott. Also es passt halt auch zu diesem Jumpsuit, den ich anhabe, ne? Gerade on point. Ja, gleich werde ich auch noch vor dem Adventskalender-Unboxing noch ein paar Videos drehen. Da werde ich dann natürlich auch diese Lippe dazu tragen. Und abschließen werde ich das Ganze mit einer Empfehlung von Jenny von Eden. Denn die hat hier das Sol de Janeiro Che Rosa 59 Body Spray Perfume Mist. Und das ist auch ein sehr, sehr schöner Duft, der nicht so aufdringlich ist. Ich mag den ja sehr gerne. Also generell bei Sol de Janeiro hast du halt immer diese süße Komponente auch mit dabei, was einfach voll mein Ding ist. Also das trage ich einfach gerne. Ich weiß nicht, ich bin ja so eine Süße auch, ne? Sowohl was Essen angeht, als auch was Düfte angeht. Deswegen fühle ich mich damit einfach wohl. Und dadurch, dass es halt eher so eine leichtere Geschichte ist und nicht halt ein Eau de Parfum oder Eau de Parfum Intense oder so, ist es halt für den Sommer auch sehr gut gemacht. Und weil ich jetzt das Fenster offen habe, mache ich auch mal meine Haare offen. Ansonsten wäre das temperaturtechnisch, glaube ich, nicht ganz so möglich. Und hier sehen wir jetzt einmal das fertige Ergebnis. Ich hätte ehrlich gesagt auch nicht unbedingt mit was anderem gerechnet. Also die Favoriten der Kanäle, denen ich folge, die ich auch hier habe, war das ein Satz? Also wenn ich von den Leuten, denen ich folge, Produkte nachkaufe und ne, dass deren Favoriten sind und die halt auch zu meinem Hauttypen passen, wie das bei den Produkten ja der Fall ist, ist es irgendwie klar, dass das in Kombination so wird. Meine Base ist perfekt, wunderschön. Mein Augen-Make-up ist on point. Ich finde es so nice. Ich liebe es. Die Lippe ist ein Träumchen und ich fühle mich in diesem Look, den ich habe, auch ganz wohl. Ne? Also das ist halt auch so ein richtiger Look, so ein typischer Claudi-Look mit Produkten, die ich auch total super finde. Und also dann noch diese herzliche Komponente von diesen wundervollen Menschen. Ihr Lieben, schaut wie gesagt in der Infobox vorbei. Da steht so viel drin und dann wäre es hier schon wieder von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.